Hey Lieben, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y. Im letzten Part haben wir die Arena in Novaria City gemacht und uns den Krabbelorden verdient oder geholt. Und ja, wir sitzen jetzt hier und gucken uns um. Und heute wollen wir versuchen, unser drittes Teammitglied zu fangen, wenn uns das Team mal wieder nicht hat. Hey, du da. Du bist eins der Kinder, die von Professor Platan ein Pokémon geschenkt bekommen haben, oder? Wow, das ist ja der Krabbelorn. Gegen Viola zu gewinnen, ist kein Kinderspiel. Oh, aber wo sind denn meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Alba und ich bin die große Schwester von Viola, der Arenaleiterin. Vom Beruf bin ich Journalistin. Hier, das ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir, als Zeichen unserer Freundschaft. Wir haben uns erst mal vor ein paar Sekunden kennengelernt. Aber danke für den EP-Taler. Wenn du den EP-Teiler anschaltest, erhält er. Oh Gott. Okay, nochmal von. Wenn du den EP-Teiler anschaltest, erhält nach einem gewonnenen Kampf jedes Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit beim Luminia Verlag besuchen kommen. Okay. Oh Gott. Route 4. Ups. So, wer ist denn überhaupt vorne? Eclair, okay. Und da liegt ein Item. Ja. Uns ist noch kein Pokémon begegnet. Das ist irgendwie wer. Das wundert mich. Ah, jetzt. Super. So, das wird bestimmt auch so ein längerer Part, also keine 15 Minuten. Aus dem Grund, weil heute soll nämlich mal ein längerer Part kommen von beiden Let's Play. Keine 20 Minuten wird er heute bestimmt. Und ich versuche dann halt auch immer jeden Tag so 20 Minuten Parts zu bringen, weil ich habe das jetzt eingestellt, dass ich längere Parts hochladen kann. Mein Krebschor und ich zeigen dir jetzt, was eine Harke ist. Eine Harke. Okay, Björn. Los, Eclair. Bam. Joa, macht's den Zahn. Lebensula. Ich glaube, dass Donnerschock doch noch ausreichen wird. Ja. So. Ja. Oh, ich habe schon wieder den Text nicht vorgelesen. Och Mann! Ich vergesse das immer. Oh, hi. Vla Baby. Ist auch wenn ich einen Pokémon so einen französischen Namen hat. Naja. Region und Frankreich sehen sich so ähnlich, die könnten Zwillinge sein. Und ein Superball. It's me, Mario. Das passt jetzt gar nicht zusammen, aber egal. Ah, es war wieder so klar, dass mein Teammitglied nicht kommt. Bei dem wäre ich auch auf der, also da es mir egal, männlich oder weiblich ist. Das hat auch, glaube ich, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit aufzutauchen. Hallo? Hallo? Nein! Oh Gott, ich nehme die Wolf Gate. Hallo?
Wäre es nicht toll, wenn man einmal gleichzeitig Skaten und Pokémon-Kämpfe austragen könnte? Ich frag mich, wie das gehen würde. Francine. Satiri. Bad. Nochmal, Donnerschock! Ach, wie kann das so süß, wie so rum ist. Dieses Tiere ist neben mir gelandet, als ich mal kurz Pause gemacht habe. Also ich frage mich, wie das aussehen würde, wenn man skatet und nebenbei Pokémon-Kämpfe macht. Stopp and go. Von wegen, mit meinem Rollerskates fahre ich Non-Stop-Siege ein. Entscheide dich jetzt. Queen. Nee, wie spricht man das aus? Also entscheide dich jetzt. Was weiß ich, wie man das ausspricht. Deutsch oder Englisch sprechen. German and speak English and German. Ja, speak English and German. Das war jetzt ein bisschen undeutlich, aber egal. Ja, ich muss zugeben, ich bin nicht so gut in Englisch. Mittelmäßig kann man bei mir so sagen. Aber Claire reicht jetzt bei 11 und so. Und Nico Level 15. Und Nico entwickelt sich heute. Dein Team ist einsame Spitze. Euch würde ich gerne mal beim Skaten zusehen. Ich bin die ganze Zeit neben dir geskatet. Hier noch was? Nö. Hi. Ich kann ja mal sagen, ich habe auch ein Flow bis Level 100. Und das ist, glaube ich, blauer. Ich kann mal sagen. Ja, das ist. Flabébé ist ja das Pokémon mit den meisten Farben, weil es gibt ja in. Ach ja, warte. Ich mag die Pokémon nicht nur. Oh nein, ich liebe sie regelrecht. Oh ja. Ja, Flabébé gibt es in Gelb, Orange, Rot, Weiß, Blau. Und ich weiß nicht, ob ich eine vergessen habe. Ah, das sind die, die mir einfallen. Schock. Oh Gott, mein Auge tränt. Läuft. Oh, Donnerschock. Ach schon, das finde ich effektiv. Ich glaube, ich wechsle doch zu Nico. Static. Ja, okay, aufkommt. So, ich wechsle mal zu Nico, weil dann geht das wesentlich schneller, als wenn ich die ganze Zeit mit Svenja was mache. Nico-Ladung, kannst du deine neue Attacke zeigen? Wenn dieses Ding, nein, ich werde jetzt hier keine schlimmen Wörter äußern. Ein Schutzschild. Ich check die Inhalt, was uns jetzt bringen wird. So. Ja, du Level 6. Wummi! Und die Trolladung. Bam. Und noch ein Bummi. Ja. Oh Gott. Ich hätte auch mal eine. Also, Bomadame ist ja nicht so ein schlechtes Pokémon. Es ist nicht so schlecht, aber ich finde Bummi einfach so hässlich. Was verbindet dich. Achso, warte. Was verbindet dich und dein Team?
Freundschaft, Liebe, ihr seid ein tolles Paar. Ich glaube, ich sollte das mit den Stimmen lassen. Habe ich Bock auf dich? Ja, komm, Kappador, komm her. Das Pokémon habe ich gerade erst im Tausch bekommen. Dann gleich mal ein Kämpfenwagen. Du hast... Du wurdest betrogen. Carsten. Beim Carpador. Level 10, glaube ich. Oder Level 9. Level 9. Ja, Carsten, ich hoffe, du magst gerösteten Fisch. Denn du hast jetzt einen. So. Und ruckzucki zu Liga. Okay, ich kann keine heulenden imitieren. Oh Gott, kann dieses Vieh einfach nur aus meinen Augen verschwinden, ne? Jetzt hole ich mir meinen Level 100er Vlog und das wird erstmal zeigen, was hier abgeht. Meine tolle Princess. Hi, Lady Bar. Jung. So. Ich habe meine Attacken bei der Gartenarbeit perfektioniert und du kriegst sie jetzt zu spüren. Weißt du, was okay, du spüren kriegst? Fabrizio, einen gerösteten oder eine gerostete Krabbe. Sieht ein bisschen aus wie eine Krabbe, aber ich kann es irgendwie nicht wahrnehmen. Es guckt mich so derbig an. Ein Wurzelkrebs ist eigentlich ein cooles Pokémon, das wollen Kremota. Und dass er jetzt hier Wasserdüse lernen kann, das ist auch noch gut. Und mit Anpassung. Du und dein Team, ihr habt wohl auch schon das ein oder andere Schlachtfeld bestellt. What the fuck? Was labert der? Ah ja, das sich kümmern. Hi, du Eta. Oh Gott, kann bitte einer dieses Vieh aus meinen Augen nehmen. Langsam nervt es. Ich finde es blöd, dass Svenja noch nicht die Sommerwelle hat. Nein, nein, nein. Oh Gott, da wollte ich noch gar nicht hin. Egal. Sag mal, ist dir das Pokémon Flabby ein Begriff? Oh, verstehe, du hast also schon einen Eintrag dafür in deinem Pokédex. Von einem Trainer, den der Professor persönlich ausgewählt hat, hätte ich nichts anderes erwartet. Die Flabby gehört, halt dich fest, dem Pokémon-Typ Fee an. Das ist ein ganz neuer Typ, der vor kurzem unterschied wird. Das bedeutet, was? Alles, was wir über diese Wechselwirkung zwischen den Typen zu wissen glauben, auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb haben wir auf Wunsch von Professor Platin etwas vom Typ Fee gegen Pokémon diverse andere Typen antreten lassen. Ich heiße Sina. Ey, meine Namensfette hier. So, jetzt wisst ihr doch alle, wie ich heiße. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Aha. Ich bin Dexio oder Dexio? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Dexio oder Dexio? Ich schreibe jetzt mal Dexio. Vor 2 Jahren hat mir Professor Platan ein Pokémon seinem Pokédex anvertraut. Man könnte also sagen, ich bin
in der gleichen Situation wie du, nur dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Nee. Nicht? Warum denn so schüchtern? Ja, sag Bescheid. Oh Gott, da wollte ich gar nicht hin. Du liebst dein Pokémon-Team, nicht wahr? Ich merke es gleich. Darius. Dein Pichu. Okay, das kann Nico wieder machen. Dann pass ich, erklär mal auf. Oh Gott. Hab ich mich jetzt erschrocken. So, und Blut. Und mein Hund macht wieder Geräusche im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das hört. So, Blut! Burn! Und der Burn! Nice! Ich finde das so süß, wie Pikachu Heuler macht. Oh, armes Pikachu. Ist auch ein super Trank. Ja. Blut. Und der Burn. Nochmal. Blut. Die Statik will ich nämlich jetzt nicht abkriegen. Und so noch. Und Level 16 für Nico. Yay. Ja, und für Lisa. Da lag ich für Gott richtig. Du liebst dein Pokémon-Team wirklich sehr. Oh ja, sie sind mal ein und alles. Na nun, Nico entwickelt sich. Oh mein Gott! Dum, 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 dum. Hallo. Glückwunsch, der Nico wurde zu einem Rutener. Jetzt sieht Nico weiblich aus. Läuft. Oh Mann. So. Ich kann dieses Pokémon nicht mehr sehen. So, wenn ich bis zum Ende des Passes Timothy Dread nicht gefunden habe, werde ich es wieder auf Kuhn suchen. Und ich wette mit euch, es wird wieder 6 Stunden dauern. Oh, es wird wieder lange dauern. Hi Lady Bar. Lange nicht gesehen. Irgendwie sind uns erst 2 Pokémon hier begegnet. Dieses Schlappbaby und Lady Bar. Obwohl, es gibt hier noch 4 andere. Hallo Knospi. Schön dich zu sehen. Hier ist mal ein anderes. Ich kann dieses Vieh nicht mehr sehen. Wie oft sage ich das jetzt schon, ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist vielleicht auch das Puppen, was hier am meisten auftaucht. Hallo, weiß wie, oh, sogar weiblich. Das erkenne ich bei der Vögel. Ach man, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, warte. So, jetzt haben wir es auch geklärt. Warum ich das jetzt gemacht habe, ist, weil ich mit Nico eine Wette erlaufen habe. Immer. Also weil er und ich, wir gucken ja 3 Kanäle aktiv, und zwar Dragonios,
Jesse666 und Tsuyoshimaru und damals, wo die ihr Platin together hatten, haben die in der Pokémon-Liga, oder hat Tsui immer in der Pokémon-Liga so honweise gerufen und ja, ich muss das jetzt immer machen, wenn ich Watri wieder honweise sehe. Das muss ich halt ein Let's Play lang durchstehen. Wenn ja, habe ich gewonnen. Der Garten in der im Hintergucker auf dem Paradeweg. Weißt du, wie man so einen Garten nennt? Gewinn gegen mich und ich verrate es dir. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Jakob. Bruder Jakob. Los. Donnerschock. Boah, wenn man was Level ausmacht. Guck mal. Donnerschock. Boah, bei mir draußen machen sie gerade übelst den Lärm. Natürlich dann, wenn ich aufnehme und ich habe schon wieder den Text weggeklickt. Oh Gott. Schlimm mit mir. Nein! Oh Gott! Hanweisen! Warum tust du mir das an, Spiel? Ich will das jetzt noch fangen. Nein! Oh Mann! Hanweisen! Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. Die Honweise-Folge. Ich will das jetzt noch fangen. Ich habe keinen Bock, um meine Teammates wieder aufscreen zu suchen. Oh, danke dir. Diesmal kein Wartrevier. Oh, wenn es so ein Vatribi-Hornkampf geben wird, also er müsste das normal machen. Hi, Eneko. Okay, jetzt haben wir auch warte und ja, wir haben glaube ich fast alle Pokémon, die es auf dieser Route gibt, durch. Außer das, was ich natürlich wieder fangen möchte. Das ist ja klar. Hi. Also, ich gebe mir hier Jan-Schellen ohne Ende. Nächste Jan-Schelle. Nein. Hanweisen! Was so geil ist, ich stehe auch mal den Kopf so mit. Oh Gott. Ach komm, bitte. Nicht die Jan-Schelle. Bei Flabibi gehe ich in eine Mega-Jan-Schelle. Mega-Jan-Schelle, aber es hat weh getan. Oh. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu hart gemacht. Au. Oh Gott. Ja,
Daran merkt man mal, wie behindert ich bin. Danke. Gut, Strasser, welches Geschlecht hast du? Danke. Oh, du bist weiblich. Oh, danke. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Schwäche. Wozu geht's? Erklär, bitte. Bitte, Svenny, bitte. Oh, jetzt komm ich gerade. Oh Gott. Ja, das ist weiblich. Das passt super. Jetzt würde ich mir gerne die Donnerwelle wünschen. Aber die habe ich ja nicht. So. Pokéball, Flieg und Sieg. Und ich feiere hier total. Als Rasser wurde ein Eintrag in den Pokédex angelegt. Ja, Psycho. So, und das wird jetzt nach meiner guten Freundin Sarah benannt, weil die hat mir nämlich erzählt, dass Gardevoir ihr Lieblings-Pokémon ist und deswegen werde ich auch es nach ihr benennen.